aufwachen? Oder soll ich sie lieber nicht aufwecken, Freunde? Ich glaube, die Arme ist so erschöpft gewesen. Ich glaube, ich lasse sie. Sie hat wahrscheinlich noch ein bisschen ferngeguckt, nachdem sie uns hierher gebracht hat. Okay. Stani, halt durch! Arme. Mein Nein. bester Chef, halt durch! Der ist immer noch bewusstlos. Alter. Alles wurde komplett bereinigt von Susie. Was hat sie hier nur gemacht? Ich hab dich so vermisst, Blitzi! Das gibt's ja nicht. Nein! Eine Leute! Thebe, Alter! Blitzi hat gar keine Stromenergie mehr, hat gar keine Quelle, warte nichts. Warte mal, was redest du? Die Tür ist doch offen. Warte hier, Nee, es geht wirklich nicht. Nein, das ist ja wirklich abgeschlossen. Es geht wirklich nicht. Hier steht... Ja, was steht da? Wir müssen besondere Autos besorgen, Energie? Um die Energie für Blitzi zurückzugewinnen. Aber wir müssen Blitzi jetzt wiederbeleben. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir brauchen irgendeine starke Stromquelle, womit wir Blitzi wieder zum Leben erwecken können. Aber ich glaube, normale Elektrizität wird da nicht ausreichen. Deshalb brauchen wir diese besonderen Autos, um Blitzi wiederzubeleben. Da seid ihr endlich wieder, Freunde. Willkommen zurück. Ich bin gerade überglücklich. Wir haben es wirklich geschafft, Blitzi wieder in unserem Besitz zu erlangen. Und ihr wisst aber, wir haben trotzdem ein kleines Problem. Blitzi hat halt seine ganze Energie verloren wegen dieser blöden Mafia-Gang. Ich weiß ja selber gerade nicht, was genau passiert ist. Aber wir haben herausgefunden, dass die Elektrizität von Blitzi komplett auf der ganzen Welt verteilt wurde, weil diese Mafia-Gang einfach die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Aber wir sind ja hier jetzt mit Candy am Start. Und deshalb glaube ich, Leute, wir werden jetzt erstmal zu einer Werkstatt gehen und vielleicht kann uns die Werkstatt unter anderem weitere Informationen geben, wie wir jetzt Blitzi wiederbeleben können. Candy, hast du vielleicht eine Idee? Ey, ich sag dir ehrlich, wenn es jemand weiß, dann natürlich Leute in der Werkstatt, die haben das ja gelernt, so weißt du. Die haben das gelernt und wenn die Blitzi sehen sollten, dann werden die erstmal, denke ich mal, komplett die Motorhaube aufmachen können und sich alles angucken können. Von daher, Freunde, da werde ich mir gar keine Sorgen erstmal machen, Leute. Let's go! Ich habe noch gar nicht gesagt, Freunde, dass ihr den Like-Button drücken sollt. Das macht jetzt ganz bestimmt jetzt auf schnelle Welle, weil ich glaube, ihr wollt doch auch, dass Blitzi hier... Oh, nicht, dass die Polizei gleich kommt. Aua, Blitzi habe ich dich verletzt, tut mir leid. Sind wir hier richtig? Ja, das ist richtig. Warte mal, ey. Du musst hier links reinfahren. Hier links? Ja, wie soll ich denn da rein, bitte? Oh, tut mir leid, ja, das soll mal weggehen. Warte, wie soll ich denn da bitte reingehen? Anders. Lass mal runter, lass mal Blitzi runter. Okay. Ja. Vielleicht soll der Typ einfach erstmal runterkommen, oder? Ja, lass mal Blitzi erstmal runter hier. Das ist, glaube ich, besser. Ja, mache ich. Und so, Blitzi und ich schieb abgemacht. Blitzi einfach von hier an. Alles klar, dann werde ich mal erstmal parken gehen. Okay, bis gleich. Freunde, wir gehen jetzt erstmal parken und dann werden wir Blitzi nach vorne schieben. Ich bin schon echt gespannt. Ich hoffe, wir schaffen das in der Folge, dass wir endlich wieder mit Blitzi reden können. Ey, Blitzi hat ja gar keinen Saft mehr, ey. Wirklich, schade. Müssen wir nicht da links rein? Ja, ich muss hier ein bisschen rumschieben, jetzt auch mal von vorne. Jetzt Blitz von der anderen Seite. Schwer eigentlich. Ja, okay, ich helfe dir doch. Und so, ne? Ey, geh vom Blitz hier runter. Oh, ey, sorry. Das reicht langsam, was du da gerade machst. Ich glaube, es hakt. Ja. Leute, wir schieben jetzt Blitz hier rein und dann sehen wir uns gleich. Hallo, Mechaniker, wo sind Sie? Ist hier irgendjemand? Candy, was machst du da drüben? Ich versuch mal den Typen. Hast du den Typen gefunden oder was? Ja, ich habe ihn gefunden. Ach, da ist er ja. Warum sagst du mir nichts? Ja, guten Tag. Mein Kollege ist schon da. Machen Sie das mit ihm einmal. Guten Tag. Was los soll? Was ist das denn hier für ein Rasenmäher? Der hört sich schon mal gar nicht gut an, Leute. Das ist doch bestimmt wieder so ein Vollidiot. Was ist das denn für ein Mixer hier? Ja, was ist das für ein Mixer? Ist das mein Auto und ich habe ein Problem. Und zwar kriege ich den nicht mehr an. Können Sie sich das mal kurz angucken? Haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir den wieder zum Laufen bringen? Man kann eine Zitrone anschließen. Sie geben ja Strom ab, ne? Eine Zitrone? Oh nein, ich habe gar keinen Nerv jetzt wieder auf solche Vollidioten. Oder ein Laufrad, ja. Candy, lass abhauen. Das macht gar keinen Sinn. Ich sehe das doch jetzt schon. Aber ich sage ehrlich, ein Küchengerät werde ich hier nicht reparieren. Auf Wiedersehen. Blitzi, alles wieder umsonst. Du hast doch gerade zu mir gesagt, dass wir hierher kommen sollen, Bro. Das macht doch gar keinen Sinn. Mach alles ready, lass mal zu einer anderen Werkstatt. Freunde, wir sind den ganzen Weg gerade hierher gekommen für gar nichts. Ich wusste doch, warum denke ich auch, dass Leute in Los Santos hier wirklich mit mir komplett ernst bleiben können und mit mir über das Problem reden. Aber anscheinend wusste ich ja wirklich gar nicht weiter. Bro, ich will jetzt einen seriösen Typen haben, Candy, okay? Ich will einen seriösen Kollegen gleich haben, dass wir wirklich auch das Problem von Blitzi beheben können. Und hopp, komm rein, schnell, wir müssen los. Kennst du eine gute Werkstatt? Eine gute Werkstatt, wo wir wirklich seriöse Antworten bekommen. Ich will jetzt nicht, dass wir wieder zu einem Vollidioten gehen, der einfach keine Antwort mehr geben kann. Ja. Hey, Sue, ich habe eine Idee. Du weißt doch, Elektroauto, wer kommt, wenn man das Wort Elektroauto sagt, wer kommt jetzt erstes in den Kopf? Tesla, Elon Musk? Elon Musk natürlich, aber der aber ist er in Los Santos? Bist du sicher? Ich weiß nicht. Ich habe mal ein Auto für den getuned und vielleicht kann ich da ein bisschen meine Kontakte spielen lassen. Ey, was ist das denn für ein Idiot? Blitzi!
Der hat doch gerade gesehen, dass ich komplett Vorfahrt habe. Er ist mit Absicht gefahren. Ich schieße den ab, wenn es sein muss. Nein, nicht abschießen. Aber vielleicht... Oha, was machen die hier? Die sehen doch gerade, dass wir beschäftigt sind. Oh Mann, ey, Leute. Gut, dann gib das mal im Navi ein. Wo ist denn bitte die Tesla-Werkstatt? Zeige ich dir. Ganz, ganz einfach ist das nämlich. Leute, überlegt mal, stellt euch mal vor, wir werden dort Elon Musk sogar sehen. Da bin ich echt auf die Meinung von... Oh, oh, ups, tut mir leid. Sie waren selber im Weg, es tut mir so leid. Vielleicht werden wir Elon Musk sehen, Freunde. Er guckt sich das Auto an und wer weiß, vielleicht gibt es eine coole Kooperation mit Elon Musk zusammen. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf. Also lass uns da hingehen, let's go. Candy, was hast du für eine krasse Winterjacke an? Hä, es ist ja auch total kalt auch in den letzten Tagen immer gewesen. Ja, es ist vielleicht kalt gewesen, aber gerade scheint doch die Sonne. Ey, Blitzi, hey, was macht der Blitzi da? Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, vielleicht will er uns was mitteilen, obwohl er keinen Strom gerade hat. Leute, okay, überleg also mal. Links. Ich glaube, er wollte damit sagen, dass wir nicht da hingehen sollen, oder? Oder irre ich mich da gerade? Das kann sein, Sio, du hast recht. Ich werde sogar nach hinten gezogen. Hä? Fahr doch jetzt Es geht mal, wirklich Sio. Nicht, Bro. Hä? Blitzi will, glaube ich, nicht, dass wir da hingehen. Als ob, wir fahren weiter, Sio. Das ist Elon Musk. Blitzi, wenn du nicht willst, dann gehen wir nicht dahin. Alles gut bei dir, mein Freund. Hä, redest du mit deinem Auto, Stu? Was ist mit dir los? Wie, was mit mir los ist? Hast du noch nie mit deinem Auto geredet? Nein, man redet doch nicht mit Gegenständen. Warte mal, Stu, warte mal, bleib mal kurz stehen. Warte mal, hier, so, ja. Hallo, Teddy, wie geht's dir heute? Ach, ah, dir Candy, geht's gut, Candy, dir auch. Wenn du wüsstest, Bro, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Mit deinem Auto. Ja, ich habe ein Geheimnis. Ich erzähle dir das irgendwann, wenn Blitzi wieder am Start ist. Ja, ein Geheimnis. Lass uns mal ganz geheim zu Elon Musk jetzt fahren. Weißt du, was mich das gekostet hat, jetzt einen Termin auszumachen? Ich komme aber nicht nach vorne. Ich komme wirklich nicht nach vorne. Ey. Es geht nicht. Als ob Blitzi das wirklich nicht will. Warte mal, Sue. Ich bin doch Mechaniker. Jetzt funktioniert das. Vielleicht hat Blitzi das jetzt akzeptiert. Warte mal ganz kurz, Sue. Ja, ich muss kurz mal was klären. Hey, Blitzi, hör mal zu, wenn du jetzt nicht weiterfährst, dann werde ich dich in die Schrottpresse stecken. Was hast du da gerade gesagt? Sio, wir können... Hä, gar nichts. Mal. Ich habe nur kurz das geguckt, ob die Reifen platt waren oder so. Guck mich mal an. Das Beste für das Guck mich mal an. Ja. Guck mir in die Augen. Hör auf damit, Junge. Und jetzt lass uns los. Ich bin so eine Angst. Also, Sio, wir sind jetzt gleich bei Elon Musk und du weißt, wer das ist. Na, hier rechts rein, hier rechts hier rein. Hier rechts rein? Steckt. Woher weißt du das überhaupt? Mann, ich hab doch schon Autos für den getunt, für die ganze Welt schon. Das heißt, du hast sogar Connection zu Elon Musk höchstpersönlich? Ich hab einen Termin ausgemacht, da vorne ist das Tor und jetzt langsam, langsam. Okay, ganz, und ganz langsam rein. Vor allen Dingen, Sue, ganz, ganz wichtig ist, du musst, ja, wenn du mit dem redest, musst du ihm immer mit Herr Musk ansprechen. Herr ja? Musk. Herr Musk. Herr Musk auf jeden Fall. Herr Musk. Sue, ich sag dir ehrlich, ich warte hier im Auto, ja? Okay, warte hier im Auto. Bro, aber irgendwie Blitzi will nicht da hingehen zu Elon Musk. Candy bleibt auch hier, weil er irgendwie Schiss hat. Dann werde ich mal selber zu Elon Musk gehen. Herr Musk, guten Abend, guten Morgen oder auch guten Mittag. Wo sind Sie? Herr Musk. Where is Rufin? Where roofed of mine envision? Hello, Mr. Musk. Where are you, my friend? From Tesla, Messler. Warum spricht dieser Mann eine Englisch? Ich Herr bin Musk. Im Hühnerstall. Wo sind Sie? Wo Im sind Hühnerstall? Ich kenne mich doch bei Ihnen nicht aus. Kommen Sie mal. Ach, was Leute, der allerechte Elon Musk oder was? Hello, Mr. Musk. How are you? Are you from England? Or are you from America? Or from Japan? Ich bin eigentlich aus Afrika, aber ist okay. Kommen Sie mit, Mister. Ich zeige Ihnen meine neue Erfindung. Haus ohne Wand. Verstehen wir hatten Sie? Doch einen Termin mit Herr Candy, oder? Ja, haben wir. Aber erstmal zeigen, Haus ohne Wand, meine neue Erfindung. Ah, okay. Verstehen Sie, nie wieder Wände Leute, malen. Wir müssen natürlich mit Respekt hier reingehen, Leute, obwohl das hier ganz schäbig aussieht. Elon Musk hat so viel Geld, aber ich weiß nicht, was er sich dabei hier gedacht hat. Vielleicht ist das echt die neue Kollektion. Vielleicht wird das bald Mode sein. Deshalb werden wir ihm natürlich Respekt zollen. Mr. Musk, this is very yes. beautiful. This is Dankeschön. Elegant alligator. Professional hacker for you. Farbe vom Wand. Yep. Aber ich habe gehört, Sie haben ein besonderes Elektroauto. Ich habe ein besonderes Elektroauto. Hat Candy Ihnen das schon alles erzählt? Yep, Candy hat erzählt. Ja, genau das ist das Auto. Gucken Sie das mal an. Ich Kennen Sie verstehe. Das Auto vielleicht? Nö, das Auto so noch nicht gesehen. Kommen Sie noch einmal weg vom Auto. Wir müssen einmal beobachten. Sie kennen sich wirklich nicht aus mit dem Auto, Herr Musk? Mister, ich irgendwie glaube ich schon. Ich werde einmal meine Tablette nehmen. Warten Welche Sie Tabletten denn? Wasser einmal so. Ah,
das ist das 63B-Auto. Das ist gebaut näher Human Labs im Elektrofachwerk. Hä? Der hört sich jetzt auf einmal ganz anders an. Was haben Sie da gerade genommen? Ich war dabei, als das Auto gebaut wurde. Das ist ein richtig krasser Wissenschaftler gewesen. Sie wissen von der Erfindung von Blitzi Bescheid? Wer hat den Blitzi jemals kreiert? Wann war das? Wann ist das bitte passiert? Das tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, aber das Auto bewegt sich. Ich will das wohl nicht hören. Hey, Blitzi! Blitzi! Ich glaube, das Auto möchte nichts über den Wissenschaftler hören. Der ist sehr gefährlich auch. Aber wie kriege ich jetzt Blitzi wieder zum Laufen? Also, dieser Wagen hat eine einzigartige Energiequelle. Da bin selbst ich überfragt. Du musst mit dem Wissenschaftler sprechen. Aber der Wissenschaftler, wo ist er denn? Wo finde ich den? Der Wissenschaftler ist schon vor 50 Jahren verstorben. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie, dem Wissenschaftler, der damals Blitzi erschaffen hat, irgendwie zu begegnen? Ich glaube nicht. Ich befürchte, nein. Freunde, vielleicht kann Blitzi uns selber das Geheimnis irgendwann erzählen, wenn Blitzi wieder zum Leben gekommen ist. Aber ich glaube, Elon Musk kann uns hier auch wirklich nicht mehr weiterhelfen. Elon Musk, danke schön erstmal für die ganzen Informationen. Wenn Sie selber sagen, dass die Energiequelle so einzigartig ist, dann müssen wir überlegen, wie wir da rankommen. Wir haben also gar keine Vorstellung oder keine einzige Idee, womit wir die Energiequelle zurückbekommen für Blitzi. Ursprünglich wurde das Auto aus 3 Motoren gefertigt und das musst du auch machen. 3 Motoren. 3 einzigartige Motoren. Moment mal, Leute, erinnert ihr euch, als wir dort vor diesem PC waren, als wir dort die Daten vor dem PC gesehen haben, wo wir gesehen haben, dass die ganze Energie auf der ganzen weiten Welt verstreut war, dort haben wir ja auch herausgefunden, dass wir 3 unterschiedliche Motoren brauchen und Elon Musk hat das jetzt nochmal bestätigt. Also brauchen wir 3 besondere Autos. Und deshalb, Candy, wo bist du wieder? Elon Musk, machen Sie es gut, ja? Ich stehe vorne. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Okay, Freunde, Elon Musk war leider keine große Hilfe, aber er hat nochmal bestätigt, dass wir diese 3 besonderen Autos brauchen. Aber wie kriegen wir jetzt bitte 3 besondere Autos? Ich würde nicht mal sagen, dass Max oder Russik oder Amir, nicht mal Stani hat irgendwie krasse Autos, womit wir Blitzi wiederbeleben können. Ich meine, der Lambo von Max, so, das ist ja auch ein normales Auto. Das ist kein besonderes Auto. Was hast du denn für eine Idee? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, Stani hat nicht mal ein gutes Auto, Russi, Army auch nicht. Bro, wo finden wir denn ein krasses Auto? Ich muss nachdenken. Was erzählst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich bin gerade mit den Gedanken ganz woanders. Vielleicht sollten wir doch zu Human Help. Ich hab doch gerade gesagt, wir müssen zu Stani Performance fahren. Was willst du eigentlich die ganze Zeit mit Stani Performance, Bro? Mann, da ist doch, Bro, jedes einzelne Auto, was ihr bei Stani Performance habt, das sind normale Autos. Wenn du wüsstest, was Blitzi alles drauf hat, dann würdest du das... Bei uns. Ein Bunker und da habt ihr Special Autos oder was? Bro, natürlich, du hast Elon Musk gehört, wir brauchen 3 Special Autos, um Blitzi wiederzubeleben. Alter, jetzt fahr zu Stani Performance oder willst du Blitzi niemals retten? Was hast du denn dort für Autos? Was für einen Bunker habt ihr denn? Die speziellsten Autos, die es auf der ganzen Welt gibt. Und das soll ich dir glauben? Beschreib doch mal dann ein Auto. Ja, das eine Auto, sage ich dir ehrlich, das wird dich wundern. 4 Reifen, gelbe Farbe und sehr selten. 4 Reifen, gelbe Farbe, sehr selten? Das hört sich nach einem ganz normalen Lambo an. Nach einem gelben Lambo. Nein. Ey, Sue, ich sag dir ehrlich... Fahr bitte zu Stani. Candy, guck mir mal ganz tief in die Augen, ja? Na klar. Hör auf, mich zu verarschen. Ich habe gerade keine Zeit. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wo wir diese 3 besonderen Autos bekommen sollen. Alter, aber ich habe keine Idee. Stani Performance. Ich schenke dir die doch sogar. Bro, wenn wir jetzt da hingehen und du mich verarschen solltest, dann bin ich richtig sauer, okay? Ja. Nein, ich will dir helfen, Sue. Ja, okay, dann lass uns zu Stani Performance. Let's go. So, Sue, komm mal ruhig reingefahren. Sehr gut. Au! Ja, tut mir leid, da muss ich mal kurz weggehen. Da muss mal kurz weggehen. Kannst du auch alles abriegeln? Stopp, ich will nicht, dass irgendjemand Blitzige sieht. Nicht hier rein. Ja, ist abgeriegelt. Komm mal mit, Sue. Ja, wir zeigen dir jetzt nämlich den Bunker. Komm mit. Der Bunker. Bei der ganzen Geschichte fällt mir gerade auf. Sollen wir nochmal Stani kurz besuchen gehen? Der Arme, der war so lange nicht mehr hier. Der ist schon echt seit mehreren... Du darfst niemandem was erzählen von dem Bunker, ja? Ja, und wenn Stani das herausfindet, ist auch nicht schlimm, oder was? Ja, der soll mal leise sein. Das ist schlimm. Es darf niemand in den Bunker rein. Denn wir haben hier eine geheime Tür neben dem Wasserspender. Nämlich geht man hier einfach rein. Bam, was? So, ja. Was? Hä? Als ob, Bro? Das wird ja niemand herausfinden. Du weißt schon, dass die Leute das sehen, oder? Hey, Leute, hier ist ein Geheimversteck. Ach, da vorne, nicht zeigen, komm mit rein. Die haben das doch gesehen, ich komm da nicht rein. Es geht nicht, doch jetzt geht's. Guck, hier Leute, hier geht's lang. Alter, Sue, auf jetzt und komm mit. Mann. Ja, ich komm ja schon. Gar nicht mehr. Okay. Du willst mir helfen, dann nehme ich die Hilfe doch gerne an. Hier runter, ja? So, zeig mir, wo die Autos sind.
Zeigt mir, wo die Autos sind. Alter, SU, den kann man echt nicht mehr helfen. Aber hier sind die drei Autos, VIP, die wir brauchen, um Blitzi zu retten. Stani hat wirklich so einen VIP-Gang? Oha. Natürlich. Bro, ich kann. Also, Bro, wir sind hier eh umsonst hergekommen. Ich meine, das ist ein geiler Bunker und alles. Zeig mir jetzt irgendein Auto, das Blitzi wiederbleiben wird. Drei Autos. Und pass mal auf. Boom. Okay, was ist das bitte für ein Auto? Boah, krass. Das sieht schon geil. Das Auto habe ich noch nie gesehen. Das Auto habe ich ja noch nie gesehen. Voll Elektroauto, deswegen habe ich es auch. Aber hier waren noch drei Autos. Wo sind die anderen beiden? Boah, Leute, guckt euch das Auto mal an. Was ist das bitte für ein Auto? Guck mal, wie das leuchtet. Das ist ja komplett voller Elektrizität. Und damit werden wir vielleicht Blitzi Energie wiedergeben können, oder was? Ey, Sue, du beachtest mich hier gar nicht, Junge. Mann, wo sind meine anderen Autos denn hin? Geil. Aber ich weiß nicht, ob wir das Auto benutzen können, Alter, um Blitzi wieder Energie zu geben. Langsam, ja, aua, okay, was willst du? Woher soll ich denn wissen, wo eure Autos sind? Ey, das gibt's doch nicht, Sue. Hier waren drei Autos gewesen, die alle drei ausreichen, um dein Blitzi zu retten. Du willst mir also sagen, ihr habt wirklich drei solche einzigartigen Autos hier bei Stani Performance im Bunker gelagert, womit wir in der Lage sind, Blitzi wieder zu beleben? Ja, natürlich, aber wo sind meine Autos? Ey, hör auf, mich zu hauen, Junge. Ich kann auch nichts dafür. Ist das dein Scheiß Ernst, Junge? Natürlich, hör auf jetzt. Hä? Nimm das! Blitzi, sag ich schon. Candy, steh auf. Ich will mich nicht mit dir streiten. Aufstehen! Candy, hör auf zu heulen! Was machst du unter der Motorhaube? Ah, ich habe nur was geguckt. Also, Stu, ich würde sagen, ich fahre den Wagen raus. Wir testen das jetzt mal an Blitzi, ob das irgendwas bringt. Vielleicht bekommen wir gleich wirklich Energie von Blitzi zurück. Oder andersrum, von dem Auto, sodass wir Blitzi wiederbleiben. Das wäre so schön, Leute. Aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Als ob das wirklich funktionieren wird. Dann lass uns mal kurz zurückgehen zu Blitzi. Blitzi! Also, Stu, schau mal, man sieht hier schon den Motor hier hinten, ne? Das ist ja der Motor. Ich würde sagen, wo ist der Motor? Hier hinten ist der Motor. Ja, klar ist der hier hinten. Ich guck mal, ob das schon funktioniert hat. Nee, es funktioniert nicht. Ich krieg auch die Tür nicht auf. Wir brauchen dafür noch was, Stu. Warte, ich baue hier mal kurz was auf, was wir hier noch rumfliegen hatten für unsere Elektroautos. Okay, mach das mal. Leute, ich war jetzt mehrere Stunden nicht mehr anwesend. Er meinte, ich soll später nochmal vorbeikommen. Hat er mittlerweile... Also, oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Das sind hier unsere Stromspulen, unsere Konvertationen und alles, was man braucht, um diese Autos zu verschmelzen. Checkst du das? Okay, dann nimm das Auto, pack das Auto an diese Spulen, gib richtig Gas und ich guck, ob Blitzi dadurch Energie bekommt. Ich muss mit Vollgas und jetzt schau genau hin. Ich muss so schnell ich kann hier gegenfahren und dann werde ich mit dem Auto verschwinden. Ja, bist du bereit? Okay, ich bin bereit, Candy. Bist du bereit? Also, Stu, ich bin bereit für Blitzi. Auf für drei. Blitzi. Eins. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, Stu. Zwei. Verletz dich aber nicht, ich Candy. Ich glaube, ich ziehe es nicht durch. Und okay, für Blitzi. Drei. Was? Blitzi hat gerade geredet. Blitzi. Habt ihr gerade gesehen? Das hat sogar kurz geleuchtet. Ich glaube, das hat funktioniert. Jetzt brauchen wir zwei solche Autos und Blitzi wird wieder zum Leben erweckt. Candy, wo bist du? Nein. Haben wir auch Candy verloren? Sag mir nicht, Candy ist in einer anderen Dimension jetzt gelandet. Candy? Candy, wo bist du? Was passiert mit mir? Nein, Candy ist in dieser Spule drin. Nein, die Energiefelder waren zu stark. Was? Was hast du gesagt? Ich höre dich nicht. Ich hab dich doch nur auf den Arm. Bro, du hast mir Angst eingejagt. Ich dachte wirklich, diese Magnetfelder wären so stark, dass die ganzen Atome von einem Menschen da reingespaltet worden sind. Ja, aber hat's denn wenigstens was gebracht? Ich habe kurz nur Blitzi reden hören, aber das war's auch schon. Gucken wir mal, ob wir Blitzi aufmachen können. Kriegst du Blitzi auf? Ich krieg die Tür immer noch nicht auf. Och, Mann, du hast doch gar nicht an den Türgriff gefasst, Stu. Doch, ich hab's versucht. Du tust doch, glaube ich, nur so. Ich versuch's jetzt selber. So. Und. Hä? Warte mal. Hä? Es ist ja wirklich abgeschlossen. Ja, gut. Okay, Leute, wir brauchen Indizien, wo wir die nächsten zwei Autos finden. Hast du eine Idee? Ich habe keine Idee. Stu, geh noch mal ein paar Schritte weg vom Auto. Ich muss hier kurz was am Reifen prüfen. So, ganz kurz.
Ey, Blitzi, hör mal zu, wenn du jetzt nicht langsam funktionierst, du blödes Auto, dann lernen wir uns kennen. Ich werde dich zum Schrottplatz bringen. Der macht sich darüber lustig, wenn er wüsste, was Blitzi eigentlich alles drauf hat. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten zu Stani ins Krankenhaus gehen. Mittlerweile sollte er auf jeden Fall wieder wach sein. Vielleicht weiß er, wo die zwei anderen Autos sind und dann kann er uns wahrscheinlich helfen. Also, falls ihr das sehen wollt, lasst ein Like da, checkt Candy natürlich auch unten in der Videobeschreibung ab und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.